Guten Morgen, liebe Leute. Wir gehen mal wieder auf Dienstreise. Schau dir I Did A Thing an. Oh no, Digga. Es ist mit von der Partie Ron zum Bilecki, der hier ist. Erstmal gucken wir uns die beiden Saufkobolde an. War das dein erster Tornado heute? Das war der vierte. Das ist die neue Mom, das ist die neue Reisemom. Wir müssen echt aufpassen mit dem Begriff. Am Ende denken noch die Leute, du wärst die Mutter. Von euch? Gerade so einem Typen, der gesagt hat, yeah, yeah, I'm a taxi driver. Dem haben wir einfach alle unseren Koffer in die Hand gedrückt, weil es ins Auto reinpasst. Ob die Koffer jemals bei uns ankommen werden? I doubt it. Liebe Rogast. Chrissy. Liebe Rogast. Das ist so furchtbar. Furcht. Du siehst aus wie Sellerie. Liebe Leute, ich möchte ganz kurz nochmal Greetings an unseren Kollegen raushauen. Der will nicht gesehen werden, weil er seriös ist. Vielen, vielen Dank an den Kollegen, dass er uns hier bei sich in der Wohnung wohnen lässt. Also ihr müsst euch überlegen, Ron ist einer von der Sorte, der einfach keine Zahnbürste mitnimmt. Also nee, sorry. Lieber Rogas. Lieber Rogas. Lieber Rogas. Danke, Hermine. Es ist der. Lele. Das ist der richtige Tag, an dem wir hier sind. Ich hab da wirklich gerade irgendwie von der Galaxie gerade eine Nachricht empfangen, dass ich viel zu nüchtern bin. Christina, meine allergeilste, ist auch mit von der Partie. Ah, das ist in Dubai, oder? Oh mein Gott. Oh, dieser Zoom. Ach du Scheiße, was? Wir haben einen... Orthomol, Immunpro. Orthomol, Immunpro. Iberogas. Ron macht demnächst seine eigene Apotheke auf. ACC Akut 600. Ich bin extrem am Arsch, ich bin extrem fertig. Aber Christina will unbedingt heute feiern gehen, hat sich extra schick gemacht. Ich will unbedingt feiern, denn ich bin sehr clubsüchtig. Habe ich das richtig gesagt? Mein Allergutste heute mit dem Zopf unterwegs, ja? Dieser nice Jumbo Eisstick, den ich mir aber auch. Eisstick! Wir sehen uns im Restaurant und wir treffen uns jetzt mit Boboshi! Mein Gutster, wo guckst du hin? Mein Gutster, da ist ein geiler Weibertisch. Da sind nur Typen, mein Gutster. Ich habe halluziniert. Meine allergeilsten, ich darf euch herzlich vorstellen, ein selten gesehener Gast auf diesem Kanal. Oh, yo. Papa Ashraf. Yo, was geht? Kannst du ganz kurz Ashraf erzählen, was du über Mode weißt? Du bist die Person. Ashraf ist übrigens der Gründer von 6PM, falls ihr ihn nicht kennt. Was du trägst. Und was du trägst, bist du die Person. Macht Sinn. Sei dir bitte sehr. Was war das? Bitte sehr. Ich trinke euch noch richtig. Wir hatten heute wirklich einen sehr, sehr komischen Abend. Ich war vorhin ultra müde. Wir waren echt ganz gechillt essen. Wir haben so einen Damage. Am Ende waren wir noch im Club. Ich habe heute ja nichts getrunken, weil ich noch gefahren bin. Martin, kannst du mal nur deine. Ich will nur deine Zähne drauf haben. Das sieht aus wie ein Kaugummi. What the fuck? Wie geht das? Also, die sind ja gebleached des Todes, oder? Also, ich find's irgendwie geil, so ganz weiße Zähne zu haben, aber ich habe ein bisschen Angst vor diesen Schmerzen, weil wenn es etwas auf der Welt gibt, das ich überhaupt nicht mag, das ist Zahnschmerzen. Ich finde, Zahnschmerzen ist so fucking unangenehm und das tut so weh und das, Digga, das geht überall hin, in den Kopf, in den Cock, in den... Auf jeden Fall, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. So, ich hätte auch gerne komplett strahlend weiße Zähne so, aber dieses Bleachen finde ich ist so, oh Junge, dann, das schmerzt mir jetzt schon. Bleaching macht die Zähne ja auch kaputt, ja genau, aus dem Grund bin ich da lieber ein bisschen vorsichtig und, keine Ahnung, Mann, benutze aktiv Kohle oder so. Digga. Nimm nichts blöd aus, es sah in einem anderen nichts besser aus. Nicht unseren Schrank zeigen. Unser Schrank wird gezeigt. Meine allergeilsten. Schrank. Fancy Breakfast Store. Wir werden uns jetzt richtig... Ich trau mich nicht zu lächeln ohne Maske wegen deinen Zähnen. Sneaky, ich sag dir mal eine Sache. Deine Zähne sind vielleicht nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechend gerade oder weißlich gefärbt, aber dafür kannst du größtenteils nichts. Was du aber der Welt lächelnd schenken kannst, das ist dein Lächeln. Weil du lässt andere Menschen dann teilhaben an deiner Glücklichkeit. Und keiner wird, der ein wirklich gesundes und nettes Mindset hat, dich aufgrund
deiner Zähne, die in deinem Lächeln kombiniert sind, diskriminieren. Fancy! Eier bestellt! Ron hat sich einen Kaffee bestellt. Und dann ist hier so ein Ding gewesen und sieht aus. Excuse me? What is this? No! What is this? Da hat sich sozusagen der Zucker kurzerhand als Kreide entpuppt, oder? So Leute, wir haben heute einen Tisch in so einem Restaurant reserviert. Die anderen beiden sind schon mal los, weil wir den sonst verpasst haben, weil wir haben extrem lange Mittagsschlaf gemacht und wir sind halt wirklich komplett ready für den Abend. Mein Allergeist! Mein Allergeist! Mein Güster? Mein Allergeist! Digga, so durch. Und zwar in 3 Minuten. Ich habe ein Buch geschrieben und Ron liest sich gerade die ersten Abteile durch. Viele meiner Bücher behandeln den Inbegriff von Leben. Doch in diesem Buch möchte ich auf die Kunst der Zirkulation eingehen. Geometrische Geometrie ist die Kunst der Dummen. 2022 ist das Jahr der Konstanz. Doch der eigentliche Weg, der Weg, der nur danach schreit, beschritten zu werden, ist der Weg, der aus dem Weg geringverdienerdienstag. Was ist der Geringverdienstdienst? Moin, mein Gutsteher. Oh. Und deswegen erkläre ich euch jetzt, meine Allerjutzten, warum ihr immer eine fucking Lehne an eurem Stuhl haben müsst, weil es kann durchaus passieren, dass ihr mit eurem Musikknochen direkt in dieses Metallschiebeteil reinslidet. Also tut mir mal einen Gefallen und legt ein Sicherheitslehnteil auf diese Befestigung. Das Universum ist kategorisiert. Lebe im Hier und Hier. Ich glaube, Ron und ich werden demnächst Schriftsteller und werden unser erstes Buch rausbringen. Meine allergeilsten, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen von diesem Scheiß-Video. Wenn euch dieses Video nicht gefallen hat, dann schallert den Daumen jetzt im linken oberen Ohrschloch durch. Und falls ihr diesen Channel noch nicht abonniert habt, dann macht ihr wirklich alles richtig. Ron? Jetzt kommt ordentlich Scheißgelaber von dieser Dienstreise. In diesem Sinne, leben wir. Meine allergeilsten, ein frohes neues Jahr wünsche ich euch da draußen. Nein. Excuse me. Yeah. Where's my husband?